Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück bei Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Die Freddy-Woche. Ja, sie geht weiter. Wir nähern uns langsam aber sicher dem Punkt, wo wir die doppelten Blutpunkte weg haben und wir dann weiter prestigieren können. Und ich habe das Setup ein bisschen geändert diesmal. Der Blutwächter kam eigentlich noch nie so richtig zum Einsatz. Deswegen habe ich den jetzt mal rausgenommen und habe Einheizen mit reingenommen. Einheizen, ich finde es nicht ganz so stark, muss ich sagen. Aber ich denke, es könnte uns vielleicht ganz gute Dienste leisten. Zumindest ist es auf jeden Fall effektiver bei uns als... Ach, hier sind drei Generatoren so schön eigentlich. Ich weiß nicht, soll ich die Drei-Generatoren-Taktik machen? Ich habe übrigens diesmal Addons drauf, dass die Leute schneller in die Traumwelt kommen. Ja, also so ein bisschen das Gegenteil vom letzten Mal. Da vorne rennt sie. So, jetzt können wir mal sehen, wie schnell das wirklich ist. So, und herzlich willkommen in der Traumwelt, Mac. Zack, da haben wir den ersten Hit. Danke für den Waste. Das ist ja super nice von dir. Sie rennt in die... Rennt sie in die Bude? Nee. Oh, doch, nicht zu meinem Totem jetzt. Das ist so ein schlechter Joke jetzt, oder? Dass sie genau zu meinem Totem rennt. Oh, wow, sie... Na gut. Dann mache ich es mit einer Launch-Attack. Was will man machen? Launch-Attack, Launch, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ihr wisst, was ich meine, diesen weiten Angriff halt. Gut. Da packt ja wohl niemand mein Totem an, ne? So, du kommst ja an den Haken. Barbecue. Ich sehe niemanden doch da hinten. Nein, du Sausack. Zeit zu sterben hier für jemanden. Haruin, ey. Es ist mir einfach nicht vergönnt, mal eine Runde mit meinem Ruin zu verbringen. Ich versuche jetzt mal möglichst nah ranzukommen an ihn. Dann sieht er mich nämlich nicht. Und dann... Oh, nice, okay. Er bringt mich gerade zu wem anders. Wo ist die Olle hin? Da. Okay, dann kriegt sie jetzt ihren Hit. Bitteschön. Das war der erste. Willst du noch einen zweiten oder was? Na gut. Ach, in welche Richtung ist sie? 50-50. Da ist sie noch. Die erwischen wir auf jeden Fall, es sei denn, sie hat Dead Heart. Aber selbst dann... Wow, ja, genau! Was war das denn? So, du bleibst mal kurz da draußen liegen. Der eine Typ ist immer noch am Haken. The fuck? Dann sammelt ihn halt nicht auf. Der, ey, habt ihr das gesehen? Die wurde geschlagen und 10 Minuten später gefühlt... kriecht sie trotzdem noch durchs Fenster. So, haha, ich hab noch hier meine letzten Kräfte mobilisiert. Alles klar. Gut, da hinten wird geheilt. Habe ich 1, 2... Welche Generatoren? Ne, die drei waren das, ne? Hab gerade überlegt, welche Generatoren wir eigentlich uns überlegt hatten, safe zu machen. Da kommt jemand. Ah, Lori. Lori! Das Problem ist, sie wird das noch umgeworfen bekommen. Dankeschön. Hatte hier nicht auch irgendjemand was gewastet eigentlich? Mir war so. Ah ne, hier wurde was gewastet vorhin. Okay, ja, aber jetzt bringt's ihr sogar einen Vorteil. Muss es mal eben kaputt. Oh, schade, ich dachte gerade. Ich muss leider hier wieder hinterher. Ja, da hat sie sich aber verkalkuliert. So nicht. Nein, 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 nicht mit mir heute. Okay. Ja, schmeiß um, genau. Wir bekommen ja unseren Blattlast irgendwann. Ich muss einmal die bittere Pille schlucken. Hey, na? Das war jetzt ein bisschen merkwürdig. Ich glaube, sie hat einen Strike. Es ist eine Lori. Loris haben immer einen Strike dabei. Wow. Sie hat bestimmt einen Strike. Komm schon. Denken Sie an den Haken. Und? Zack. Bitteschön. Da ist jemand. Wo die anderen sind, habe ich keine Ahnung. So, wo rennst du hin? Rennst du echt hier rüber? Einfach nur hier hintergerannt? Ach so. Warum? Zweiter Generator ist fertig. Boah, wie schnell die in die Dingens rüberkommen. So, ich versuche sie hier abzukürzen.
Hat nicht so wirklich geklappt. Ich glaube, hier rennt jemand helfen. Kann das? Ja. Oh, zwei Leute sogar. Komm her, du auch. Zack, bitteschön. Und sie kommt aber noch in die Traumwelt zumindest. Ach, komm schon. Okay, dann haben wir sie halt umgeklatscht. Alle Leute sind in der Traumwelt, das ist gut. Ja, okay. Und schon sind nicht mehr alle Leute in der Traumwelt. Das ist echt krass, ne? Teilweise kommen die so schnell wieder aus der Traumwelt raus, ey. Da fragt man sich echt, ey. Was ist los hier? Die heilen sich da hinten. Die brauchen aber, Leute. Die brauchen. Sind beide nicht in der Traumwelt? Oder? Ja, sieht so aus. So, sie hat den Hit bekommen. Sehr schön. Eine Person war noch nicht am Haken. Wahrscheinlich der Dwight, oder? Ich dachte gerade, der ist nicht in der Traumwelt. Das wäre es noch gewesen. Okay, er war, glaube ich, noch nicht am Haken und er hat einen Strike. Das heißt, wir kümmern uns jetzt mal um ihn. Dachte, ich hätte ihn schon mal geklatscht. Das wird sehr knapp. Jetzt die Attacke. Jo, reicht. Glück gehabt. Komm in die Traumwelt noch. Ah, die Reichweite. Na gut, komm her. Ich probiere einen Haken zu kriegen. Ich denke, der Strike wird halt wirken. Er wiggelt nicht. Okay. Wollte gerade sagen. Ich dachte irgendwie erst, er wiggelt. Warum? Keine Ahnung. So, komm du mal auch rein. Das schaffst du nicht, Süße. Aha, feels Batman. Ich wollte wirklich den anderen ja eigentlich gerne haben. Du kommst dann jetzt in den Keller. Ich brauche doch noch meine vierte Zutat. Also jetzt auf Krampf den Dwight, Leute. Das sind 25% Bonuspunkte. Als ob ich mir die entgehen lasse. Na komm, gleich hier vorne hin. Echt niemand? Gibt's doch gar nicht. So, der Typ wurde geheilt. Und es ist auch niemand mehr in der Traumwelt. Ah ja, verstehe. Komm schon. Whitey Boy. Er bleibt wirklich hier. Na gut. Da ist er. So, ich will ihn auf jeden Fall haben. Auf Krampf meinetwegen auch. Den Strike hat er schon gepullt. Ha! Was? Oh Gott! Was zur Hölle war das denn? Wieso? Ich habe die Maus nicht bewegt. Naja, gut. Wir haben ihn ja noch erwischt, aber ehrlich, was war das? Keine Ahnung. Ab in den Keller mit dir, mein Freund. So, ich glaube, dich hänge ich aber an hinteren Dingens auf. Und du bist jetzt die vierte Zutat, hoffe ich, ne? Das sollte nochmal extra Würze in mein wunderbares Chili bringen. Dankeschön. Ja, hat's auch. Schon wieder keiner in der Nähe. Oder alle in der Nähe, sagen wir so. Niemanden, den ich sehen kann. So, wir machen das Ding kaputt. Und dann treten wir natürlich auch nochmal gegen den Generator hier. Geht jetzt ein bisschen schneller, dadurch, dass Einheizen zwei Tokens hat. Oh, da vorne rennt also Claudette. Oh, beide. Was? Wieso hilft denn keiner? Was seid ihr denn für Sausäcke? Hallo? Ach, das ist Claudette. Oh, boah, genau. Ich krieg den Stun, aber sie den Hit nicht, ey. Also diese Runde, muss ich ja mal sagen, ist das schon wieder alles ein bisschen merkwürdig hier mit den Hitboxen und so. Ist das hier ernst? Hat sie gerade das gemacht, was ich gedacht habe? Ja. Wow. Denken sie, ich bin schwerhörig oder einfach nur doof? Ja, okay, sie rennt einfach nur rum. Keine Mindgames gegen sie, aber dann müsste das jetzt ja klappen. Das klappt jetzt wieder nicht. Warum? Weil sie jetzt weiter rennt. Oh, unglaublich. Unglaublich. Sie geht hier nicht rein. Die macht einfach gar nicht das, was ich denke. Gut, am Ende haben wir sie aber trotzdem erwischt. Das ist schon mal schön. Ist hier in der Ecke noch ein Haken? Ich glaube nicht, ne? Nee, weil... Doch, hier. Dann hängen wir sie hier auf, in der Hoffnung, dass Barbecue vielleicht mal wirkt.
So, direkt umdrehen. Da, ne? An dem Generator arbeitet jemand, oder? Ganz hinten. Ich glaube ja. Gehen wir da mal hin. Drei Leute. Zwei Leute sind down. Zwei Generatoren gemacht. Ich denke, das ist in Ordnung. Ich will den hier hinten. Hier war keiner. Wow. Okay. So langsam zweifle ich wirklich an meiner Wahrnehmung heute. Erst die ganzen Schläge, die daneben gehen. Und jetzt bin ich auch noch irgendwie blind, offensichtlich. Aber die Generatoren sind einigermaßen schön gelegen für uns. Ich glaube, damit kann man arbeiten. Also wir werden definitiv noch eine dritte Person bekommen. Und wir werden ja auch immer ein bisschen schneller, ne? So, hier ist die Luke. Habe ich die andere nicht erwischt? Doch, da hinten ist sie, okay. Die will bestimmt an den Generator gehen. So, finde ich echt nicht cool. Bin ich schon wieder blind? Das ist ja unglaublich. Ist doch hier lang gerannt, oder nicht? Ja, hier rennt sie, okay. Ich zweifle langsam echt an mir, da ist sie. So, jetzt habe ich sie aber gesehen. Und jetzt bekommst du auch deinen Hit. Bitteschön. Renn in der Hölle. Der andere Typ ist auch noch immer drin. Da ist er. Oh. Guter alte Sprintboost. Oh, gut gemacht. Okay, dann spielen wir das Juking-Spiel. Ist auch das Beste, was man machen kann gegen Freddy. Da gebe ich dir recht, Dwight. Das machst du ja schon richtig so. Ich kriege ihn nicht. Ah, was war jetzt schon wieder, ey? Ich habe so das Gefühl, der hört... Also, ich habe geklickt und er hat einen ganz kleinen Moment einfach gar nichts gemacht, gefühlt. Naja, im Video sieht man es wahrscheinlich nicht. Aber irgendwie, weiß ich auch nicht, die Hits sind echt... komisch teilweise. Kann natürlich auch sein, dass er irgendwie einen schlechten Ping hat. Weil vom Namen her würde ich sagen, dass er in einer Galaxis far, far away beheimatet ist. Und ja, ich habe Laurie gesehen. Das würde bedeuten, aber er ist nicht tot, ne? Und zack, da hat sie schon mal den Hit bekommen. So, du kommst auch wieder rein. Ich glaube, er kann sich halt selber heilen. Ich denke, dass wir sie bekommen werden. Kann da nicht mehr rechtzeitig durchjumpen. Puh, okay, Laurie, komm her, ab an den Haken. Wo ist Dwighty Boy? Ich sehe Dwight aktuell nicht. Der muss in meinem Terrorradius dann sein, oder was? Oder ich bin wieder blind. Was ist denn los, Leute? Da ist er. Hey, na? Alles gut? Scheinbar nicht, du liegst am Boden. Okay, Leute, Full Team Wipe. Schönes Ründchen, hätte ich fast gesagt. Jetzt habe ich es ja doch gesagt. Also, war eine schöne Runde für uns. Auch wenn ich hatte das Gefühl, ich war heute irgendwie besonders verstört in meiner Wahrnehmung. Ich weiß nicht warum, aber dieser eine Hit, der geht mir nicht aus dem Kopf. Wo er quasi wieder über die Palette mir entgegenkam. Und ich mich auf einmal so komplett wegdrehe. Ah, ich habe die Luke gefunden. Raus hier. Egal. Wir haben ja alle erwischt. So, am Ende des Tages. Weißt du, wenn man am Ende des Tages immer viele Punkte hat und alle Leute erwischt hat, dann sollte man sich eigentlich gar nicht mehr so viele Gedanken machen. Aber ich denke mir immer so, weiß ich, bin so ein bisschen perfektionistisch. Dann denke ich mir so, ah, das war nicht gut, was du da gemacht hast, Grants. Ah, da hättest du lieber das und das machen können, Grants. Aber das ist halt Meckern auf hohem Niveau, also... Runde war gut, wir haben alle erwischt, wir sollten auch gut gepunktet haben. Barbecue ist vollständig, ich habe 100% gedroppt, also alles easy. Einfach mal locker durch die Hose atmen. Okay, Freddy, meine Damen und Herren, haben wir schon lange nicht gesehen, was? Ja, die gute Freddy-Woche, ey. Die geht ja auch um an alle Leute, die Freddy vielleicht nicht so gerne mögen. Aber es ist schon lustig, also Freddy macht schon Spaß, aber er ist halt teilweise recht schwach, habe ich das Gefühl. Aber hey, ich darf ja auch nicht meckern, ich habe jetzt ein paar... gute Spiele rausgekloppt, wo wir auch gut die Teams gewiped haben. Oh, guck mal, 8000, 8000 und 7400.
Also beschweren kann man sich wirklich nicht. 85.000 Blutpunkte gab es wieder insgesamt. So, ich wollte irgendwas gucken, ne? Ich habe aber vergessen was. Vielleicht erinnert ihr euch noch. Ich habe gesagt, ich muss gucken, ob der und der das und das hat. Guck mal, wie viele Leute. Alle Leute hatten einen. Ne, fast alle. Drei Leute hatten einen Strike. Alle Leute hatten. Ne, auch drei Leute. Drei Leute hatten Sprintboost. Selbstheilung hatten alle. Ja, also das waren eigentlich alles so eine richtigen Tryhard-Setups. Ich würde sagen, okay, Bindung, obwohl ich finde Bindung auch sehr stark. So, das Einzige hier schnell und leise, das machen auch nicht so viele. Adrenalin haben inzwischen auch gar nicht mehr so viele. Aber hier, so, das ist so der typische Survivor, oder? So, das ist der Inbegriff von, haha, ich bin ein Survivor-Main. Weiß auch nicht, finde ich irgendwie. Keine Ahnung, aber ist auch nicht schlimm. Gut, danke fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß in dieser Runde mit Freddy. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben kloppt und etwas in die Kommentare schreibt und beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dann, euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao, ciao.